Ein herzliches Hallo von mir an euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und ich sag gar nicht viel, wir spielen Beyond Two Souls. Und ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe diese Folgen aus meinen Twitch-Streams geschnitten. Das heißt, es gibt nicht bei jeder Folge ein Hallo, es gibt nicht bei jeder Folge ein Tschüss. Und ich reagiere auch auf den Chat hin und wieder. Das heißt, nicht wundern, ich habe versucht, so auf den Chat zu reagieren, dass ihr auch versteht, was denn da geschrieben wurde. Genau, das nur so vorab. Und jetzt entlasse ich euch direkt auch in das Let's Play von Beyond Two Souls. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Jodie, was hast du getan?
Okay, los geht's. Beyond Two Souls. Es war ein interessanter Einstieg. Es war eine schöne Verwüstung da, plötzlich. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Ich möchte aber spielen. 0815 Studentenparty. Ja, so eskaliert sind tatsächlich Partys während meiner Studienzeit nie. Sieht aus wie Willem Dafoe, das ist tatsächlich auch er. Da geht's nicht lang, Jody. Also ich glaube zumindest, dass er so heißt. Er hat bei Spider-Man mitgespielt, richtig? Das ist auf jeden Fall der Schauspieler, das hast du richtig erkannt. Die Jodie, das ist die Schauspielerin. Ich weiß immer nicht, wie sie heißt. Heißt sie Ellen Page, oder? Die hat in einem Film mitgespielt, den ich früher geliebt habe. Du hast hier zum Bett. War doch ein Punkt. Ja, du bist müde, Jody, aber wir müssen wirklich gehen. Ich möchte mir das hier angucken. Bis zum Schrank gehen. Okay, ich merke, das mit der Steuerung wird wieder super in diesem Spiel. Ellen Page, ja. Ich komme gerade nicht drauf, wie hieß denn der Film? Ich damals... Juno! Ist hier noch irgendwas, was ich tun kann? Nee. Genau, Juno. So. Ist X gedrückt halten, sich was ansehen, generell in diesem Spiel. Aber sehr schön gemalt, auf jeden Fall. Los jetzt, Jody. Echt, der heißt jetzt Elliot Page? Nicht mitbekommen, sorry. War dann keine Absicht, da Ellen Page zu sagen. Ich auch ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass es jetzt sein Mann ist. Also ich glaube dir das jetzt einfach mal, Dystopia. Wir haben Fernsehen an. Dieses Controller wackeln. Wie habe ich es vermisst? Es kann was werden mit den Quicktime-Events. Ende 2020 erklärte er das. Das ist ja jetzt erst. Okay, dann fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht, dass ich das nicht mitbekommen habe. Aber dann wollte ich nichts Falsches gesagt haben. Okay, Nathan wartet auf uns. Elliot Page. Das muss ich mir merken. Nee, eben, Ende 2020. Willkommen, Ende 2020. Ich werde auf jeden Fall überwacht. Komm schon, Jody. Peter.
Genau, Karin, jetzt sind wir auf dem aktuellen Stand. Jetzt wissen wir, was Phase ist. Was mit dem Deadnaming, was mitbekommen? Was ist das? Nathan ist, glaube ich, Willem Dafoe, den wir gerade schon kurz kennengelernt haben. Hi Cole. So hey Alan. Er ist fast fertig. Er war vor 2 Wochen fertig. Ja, und er ist fast fertig. Okay, du zu der Tür. Du bist unmöglich. Das ist unmöglich. Ihr müsst mir dann noch mal zwischendurch sagen, ob das so vom Ich warte auf Spielsound dich, Kleine. und Mikrosound, ob das passt. Ich habe das Gefühl, die Voices sind teilweise relativ leise, aber die Cutscenes wiederum recht laut. Ist jetzt ein bisschen schwer für mich einzuschätzen. Ach so, okay. Hallo, Auf meine das Süße. bezogen. Du siehst hübsch aus heute. Ja, ich kann das auch verstehen, also wenn das Auch wenn Deadnaming es jetzt heißt, regnet, dieses Jahr regnet es viel. dass es unangenehm Wir ist für sind die da. Person. Aber es war nie wirklich kalt dabei. Nein, war es nicht. Aber ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Für mich ist es gerade wirklich Los jetzt, Jody. neu. Das Spiel hat gesagt, ich soll mich umsehen. Dorthinter komme ich nicht. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Haha, Ja. nicht? Ich warte auf dich, Kleine. Möchte doch hier nur ein bisschen gucken gehen. Hey Jody, na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey Jody, kannst du mich hören? Ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Nein. Okay, dann geht's los. Ich möchte kein Versuchskaninchen Erste Karte. sein. Wow, was ist das für eine sensible Steuerung? Uhu. Ist schlecht. Bist du hoch? Stern. Nächste Karte. Wow. Ja, Eck. Nächste Karte. Was ist, wenn ich falsch antworte? Dann kann ich die Sensibilität dann noch irgendwo einstellen. Also das Denken ist ziemlich gewöhnungsbedürftig.
Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Natürlich. Hallo Julia, schönen guten Abend. Ich hoffe, deine Woche war bisher angenehm. So, im anderen Raum sind Bauklötze. Das ist interessant. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Natürlich. Wir drehen jetzt hier durch, okay? Kann ich die hochheben? Das war's. Tut mir leid, aber mir reicht. Okay, Jody, hast das Experiment vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie schlägt sich ja nur. Ein Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Johnny, stimmt was nicht. Sie sind gewarnt. Ihr müsst sie da raus holen. Nein, nein, nein! Jody, ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Also, ich kann ganz schön Unfug machen als Aiden. Oh, ich hätte was mit ihr tatsächlich machen können. Ich habe das Experiment abgebrochen, ja, tatsächlich. Irgendwie kriegt man sowas gerade gar nicht mit und bis nach Europa wäre es nicht rübergeschwappt. Achso, mit Elliot Page. Doch, ich glaube schon, dass das irgendwie auch bei uns angekommen wäre, die Info. Das denke ich schon. Ja, keine Serververbindung möglich, ist nicht schlimm. Aber wenn da steht, Ende 2020 hat er das bekannt gegeben, dann ist es ja noch frisch. Ich bin durchdann. Ich fühle mich, als ob alle herstarren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Was sind das alles für Leute? Ach, Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione, das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin. Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später einmal. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute.
Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Hallo Franzi, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich glaube, es ist okay, dass ich in den Cutscenes immer so ein bisschen ruhiger bin, damit wir die auch mitbekommen. Aber wenn ich jetzt hier rumlaufen kann, dann gehe ich auch wieder auf euch ein. Kommt das Spiel bekannt vor? Ich habe es auch schon mehrmals gesehen, tatsächlich. Also, in Ausschnitt. Ja, ich habe das Spiel noch nie komplett gesehen. Ich habe aber auch die erste halbe Stunde schon mal gespielt am PC. Aber jetzt spiele ich es über die PlayStation, weil ich mir letztens ja die Collection geholt hatte. Genau. Große Buchempfehlung, Bus 57. Buchempfehlung zu welchem Thema? Zu dem Elliot Page-Thema? Trans und non-binär. Elliot definiert sich als trans und non-binär. Ah, okay. Karin hat es schon komplett gesehen. Okay. Karin sollte uns nicht spoilern. Exit Gaming ist nicht okay. Erlaubt. Ja. Nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Klar. Okay, also wir sind noch aktuell noch so ein bisschen im Unklaren, ehrlich gesagt, was wir hier tun. Außer Rücken zeigen. Ich bin auch gespannt, wie ich damit klarkomme, dass wir quasi in der Zeit springen. Denn wir hatten sie vorhin als Teenager, wir hatten sie dann als kleines Mädchen und jetzt haben wir sie als junge Erwachsene. Also sie sieht relativ jung aus, sagen wir es mal so. Aiden, Aiden, bist du bereit? Ich bin Aiden. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay, die Steuerung. Schnell, Aiden. Treppe war hier drüben. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Oh, kann ich einfach durch die Decke eigentlich? Ups. In einem der oberen Räume. Aber mit dem kann ich doch irgendwas machen. Oder wie? Ist der blau? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Ich weiß nicht, wo ich... Im ersten Stock mit einem Porträt des Scheichs. Und achte auf die Wachen und die Überwachungskameras. Hä? Pass auf, Aiden.
Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Ich wusste überhaupt nicht, dass das geht. In einem der oberen Räume, das kann halt hier überall sein. Aber ich gehe von aus, das ist da, wo der andere typisch steht, oder? Okay, Julia. Ich gehe mal in das da hinten in das Zimmer. Ich gucke mir das Buch auf jeden Fall mal an. Ich finde das auch ein sehr wichtiges und interessantes Thema tatsächlich.